Hey, das sind pürierte Nudeln! Das voll! Guck mal, wie das klebt, Mann! Was ist das? Ja, okay. Schrei mich nicht so an! Guten Morgen, Internet! Bucketlist Time! Ich habe schon seit Ewigkeiten gesagt, Leute, wir brauchen ein neues Format, was diesen Channel revolutioniert. Nach dem amerikanischen Vorgänger Willet T habe ich gedacht, machen wir es deutsch. Weil nicht rassistisch, einfach nur so ein Ding. Ich bin großer Wurst-Fan. Wow, bitte nicht out of context. Deswegen machen wir heute das neue tolle Format. Ich will dafür ein eigenes Intro. Wenn das jetzt nicht kommt, bin ich sauer. Das Bucketlist. So eine Wurst will als Superheld. It Wurst! Hierfür hat die Regie und Redaktion sich Folgendes einfallen lassen. Kelly ist Vegetarierin, deswegen gibt es für dich Wurst ohne Darm. Wir haben tatsächlich echten Darm, der ist da unter anderem drin. Und hier sind schon 4 Würstchen vorbereitet worden. Kelly, als erstes gibt es hier eine wunderbare Wurst, die wir beide immer jeweils probieren. Ich diese etwas dickere, die ist mit Darm, also alle angebraten natürlich. Das hier ist Pommes Spezial, das heißt Pommes mit Mayo und Ketchup als Wurst. Lecker. Natürlich davor püriert. Super lecker. Da stellen wir uns doch die Frage, will it Wurst? Ich würde mir jetzt einfach mal, willst du dir die Messer will it Wurst ist quasi, funktioniert es als, auch als Wurst. Ich schneide mal kurz hier rein. Ich hoffe, ihr versteht das. So ein bisschen nur, mach doch mal ordentlich. Bisschen Jack, Alter. Das ist deine Bucketlist. Junge, alles gut. Das heißt ja nicht, dass ich es mögen muss. Also wie macht man dieses, ich zeig's dir gleich, ich zeig's dir gleich. Genau, erst hier, das kommt einfach nur hier rein. Das nur, genau. Okay, bist du bereit? Prost. Prost. Ist okay eigentlich. Kennst du das, wenn Leute deine Ideen zu wörtlich nehmen? Das ist gerade wieder der Fall. Mhm. So schlimm ist nicht. So schlimm ist nicht. Es geht. Also von 5 Punkten würde ich so eine 2,5 It Will Wurst geben. Das ist eine 2. Also es ist halt dieses Matschige, weil man es halt erst püriert. Ist halt, schmeckt ein bisschen wie abgestandene Pommes mit. Stimmt, ja. Die so einen Tag, also schon, du hast die morgens oder mittags gekauft, ja, und isst nochmal abends nochmal ein und denkst dir so, nicht mehr richtig. Keine gute Idee. Genau so schmeckt es. Als nächstes Brownie. Brownie-Wurst. Hier, da ist aber leider der Darm geplatzt. Sieht ein bisschen aus wie Hundekot. Beim Kochen, das ist der Darm geplatzt. Deswegen esse ich jetzt einmal welche von dir. Mhm. Einfach, das muss eigentlich ganz geil sein. So. Ja, glaube ich auch. Relativ geschmackslos, ne? Mhm. Hm. Ein bisschen enttäuschend eigentlich. Obwohl, jetzt kommt's. Hm. Weird. Es ist nicht schlecht, aber schmeckt auch ein bisschen top. Wie Schwarzbrot mit so einer ganz kleinen Schicht Nutella drauf. Ja. So, wenn man sein schönes, krustiges Brot mit so einer Mini-Schicht. Nur es ist halt nicht so gesund. Mhm. Und das ist der Faktor, den ich eigentlich wollte mit diesem Format. Ich glaub, das schlechte Sachen nicht. Noch ungenießbarer machen, sodass man immer noch weniger und mehr davon isst oder so. Keine Ahnung. Geil. So, ich schnapp mir den mal. Was sagst du von 1 bis 5? 5 ist gut, 1 ist schlecht. 3. Das nächste, Kelly, gut, dass du fragst. Dafür bin ich da. Das nächste, Kelly, ist eine Pizza. Ist es die Luca-Pizza? Das ist eine Luca-Pizza auf meine Art interpretiert. Luca-Pizza als Wurst. Ich möchte, dass das der Titel ist. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Ich habe hier wieder diesen den Kunstdarm. Mhm. Und du nicht. Schauen wir mal. Alles gut bei mir? Mhm. Mhm. Alles toll. Ich finde, es schmeckt wie, als hätte man so einen Teig gemacht, aus so einem, also Pizzateig mit den Sachen schon drin. Ich fühle mich ein bisschen wie so ein Vogel, dessen Mutter eine Pizza gegessen und vorgekaut und wieder ausgespuckt hat. Und ich dachte so. Also es ist ein bisschen, also ich finde, es ist eine 3 von 5, muss ich sagen. Ist nicht so ekelhaft, wie es aussieht. Nö, ich würde sogar 3,5 von 5 geben. Okay, jetzt gehen wir schon. Sogar ich mache 3,7 von 5. Warum nicht? Bei mir wird es echt immer besser, muss ich sagen. Jetzt das, das kannst du höchstwahrscheinlich nicht essen, weil das ein bisschen too much ist. Das ist einfach Kartoffelpüree. Und Sauerkraut. Und Sauerkraut, also genau. Sauerkraut, das ist jetzt die große Frage. Interesting. Ja, es ist ein bisschen irgendwie sowas, was in Bayern hätte schon entstehen können, wenn es mega geil gewesen wäre, habe ich das Gefühl. Ah, kann so ein Oktoberfest sein, dass sie das schon mal probiert so hätten. Vielleicht bist du aber einfach nur ein Genius mit dieser Idee. Nee, bin ich nicht. Nee? Wieso? Boah, man schmeckt dann sehr stark den Darm dann doch, wenn alles andere sehr weich ist. Ew, echt? Mhm.
Und das ist nicht so lecker. Deswegen gebe ich dem auch eine klare 1. Aber weil ich fair bin, weil ich Kartoffelbrühe und Sauerkraut halt mag. Um euch das jetzt aber auch noch mal ein bisschen näher zu bringen, was ich mir hier vorgestellt habe, und das hat ja schon perfekt funktioniert, machen wir jetzt mal eine Wurst selber. Hast du die alle gemacht? Ich habe davon keine gemacht. Nee, das war unsere liebe Redaktion, die das gemacht hat. Und ich bin nochmal der O-Ton dazu war, das ist das Widerlichste, was ich jemals gemacht habe. Wow, ich freue mich drauf. Ne? Gut vertreten, Meinungen. Bucketlist! Bucketlist, I love it. Wir machen jetzt einmal noch was selber, dafür bauen wir kurz um. Wir sehen uns sofort. Willkommen zurück bei Will It Worst. Der tollsten Sendung im deutschen Fernsehen. Wir haben jetzt hier ich so eine Actioncam. Nice! Wir haben jetzt hier eine Wurstdrückmaschine. Ew. Und hier sehen wir, was wir da reinmachen. Das sind gebratene Nudeln mit Schinken, haben wir leider gerade festgestellt. Deswegen nichts für dich. Das würde jetzt erstmal ein bisschen püriert. Und dieses Püree, das muss jetzt hier in die Wurstmaschine. Ich tue das mal. Ich tue das mal. Wursten Sie kannst los. Kannst du das kurz festhalten? Das wäre übel nice. Excuse me. Danke, sehr nett von dir. Ich tue das mal ganz kurz hier. Schön. Hast du nicht, wenn du das siehst, Lust auf eine Wurst, Kelly? Absolut. Wow. So, das wird eine große Wurst, sag ich dir. Top. Große Würste. So, lecker. Hier haben wir jetzt, das fließt eh nicht raus, das ist viel zu dickflüssig. Okay, hier haben wir jetzt ein bisschen Darm. Das ist echter Darm. Den sollte ich noch angeblich ein bisschen weiter aufziehen. Warte mal. Ich würde dir ja helfen, aber ich würde sie anfassen. Ja, ich weiß. Ja, egal. Genau, ich mache jetzt hier einfach einen Knoten. Das ist ein bisschen, wenn man sich vorstellt, es wäre ein Seemannsknoten. Dann, ich überlege gerade echt, ob ich Vegetarier werde. Wenn man sich so. So, boah, das riecht so hart, ne? Das riecht das wirklich riecht echt nach. Widerlich. Boah, unfassbar. Als wäre da ganz viel. Das tut man jetzt hier drauf. Ja, ist ja auch. Das hier so. Und dann, glaube ich, so darüber. Und dann hat man hier. Klassischer Wurstmann. Boah, ich darf mir jetzt nur irgendwo hinfassen mit diesen Händen gerade. Ne? Das. Das. Oh. Das ist ja, ein bisschen passt. Schräg drauf. Ich. Ja, wir müssen gleich noch Spezialprofis werden. Ist das jetzt so rum gewesen? Will it Wurst Bereich? Ja, ich glaube schon, gut ja. Aus. Ne? Kommt jetzt. Oh. Ich habe Angst, dass ich glaube, das könnte platzen. Ich habe so egal. Angst, ist egal, Kelly, wir ziehen das durch. Gesicht fliegt. Ist das so? Soll das so sein? Nee, ne? Was muss ich jetzt machen? Guck mal, dieser Darm hat so voll die Muster. Da kommt der Darm. Drück! Boah, das Wurst sieht, das sieht so falsch aus und irgendwie nicht richtig, Kelly. Aber boah, ist das egal. Wird eine richtig lange Wurst. Ja, irgendwie ist das alles nicht gut. Ich glaube, man muss Luft ablassen. Wir müssen den Darm schon festhalten, Leute, sonst wird das. Ach so, okay. Ach so. Boah, das ist gar nicht so einfach, eine Wurst zu machen. Nee, auf jeden Fall nicht. Jetzt kriege ich es aber voll hin. Aha. Die Herdplatte ist abgegangen. Das stimmt tatsächlich. Los. Wir haben ein Problem, Kelly. Ich drück's nach unten. Oh Gott. Wurst. Wer hätte gedacht, dass eine Wurst so schwer zu machen ist? Oh Gott, warte. Oh, übelstes Wurst. Oh, dicke Wurst, geil. Okay, kommt langsam, Kelly. Sie kommt langsam. Die dicke Wurst. Ich seh das Gesicht schon. Ich sehe das Gesicht von der Wurst schon. Wir machen eine Riesenwurst. Kind. Willst du eine große Wurst machen? Mal, das oha, das ist eine gute Wurst. Ne? Ich würde sagen, es reicht. So, ne? Ist okay. Gut, wir braten das ganze Gerät jetzt nochmal an und dann probieren wir es. Oder ich probiere es. Und dann, guck mal, aber es ist doch eine Top-Wurst. Richtige Wurst-Profis. Ich habe es mir nicht so ekelhaft vorgestellt, wie gedacht. Top-Wurst. Aber es ist schon, ist ein. Ist schlecht. Das ist schon ein Top-Format. Hi, da sind wir wieder zurück. Jetzt in dieser wunderbaren Bucketlist-Folge. Du warst reiten, ich war wursten. Du hast gewurstet. Sollen wir einfach mal. Schneid mal ja, in der Mitte rein. Schön den seitlichen. Wow. Delicious. I have to say, delicious. Das hör ich aber gar nicht so schrecklich. Die anderen ich glaube tatsächlich, dass da ein bisschen Kleber mit reingeflossen ist und dass das nicht was ist, was man runterschlucken sollte. Ich werde jetzt hier mal so einen Auszug von diesem Brei probieren. Halt, nein, du musst Alter, ein Stück abschneiden. Das ist deine Bucketlist, du hast ja, ich habe doch mir alles schon gewünscht. Sag nicht, wie ich meine Wünsche ausleben soll. Ich habe mir auch gewünscht bei dir beim Reiten, dass du nicht aufs Pferd steigst, weil das einfach mein Wunsch war. Hast trotzdem gemacht. Gar nicht. Du hast nie zu mir gesagt, dass du reiten willst. Das ist einfach nicht okay auf so vielen Ebenen, Mann. Hey, das sind pürierte Nudeln! Das ist voll! Guck mal, wie das klebt, Mann! Was ist das? Ja, okay. Schrei mich nicht so an! Das war lecker. Freut mich auf jeden Fall.
auf die nächste Backe. Wenn ihr mehr willet, sehen wollt, gebt doch einen Daumen hoch. Abonniert diesen Kanal. Schreibt doch mal in die Kommentare, was wir als nächstes wursten sollen, damit der Freddy noch viel mehr Willet-Würste essen kann. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Hier sind noch die Playlists mit allen anderen Bucketlists. Da kommen noch ganz tolle Sachen. Ich habe nämlich auch noch einen Wunsch frei. Und rate mal, was es sein wird. Willet-Wurst! Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bucketlist-Videos. Tschüss.